Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, das Kloster, liebe Freunde. In der letzten Folge haben wir die komplette Insel der Verdammten gereinigt, außer dieses kleine Lager hier. Da sind noch 3-4 Dämonen drin. Wie werden wir die jetzt los? Zombie beschwören, Eisblock. Okay, die sind aber auch schon angeschlagen, oder? Ja, durch meinen Feuerregen. Aber ich habe immer noch recht viel Leben. Wir könnten die noch 3-mal zuballern. Bringt aber nichts. Naja gut. Die Dämonen sind ja an sich auch keine Untoten. Aber wie machen wir die jetzt? Da hinten ist noch ein Skelett, das ist nicht so geil. Wir könnten ein paar Skelette rufen. Haben wir welche? 3 Stück. Nehmen wir uns 3 Stück. Dazu noch ein Eisblock. Rein in die Masse. Cool, getroffen. Cool, hier sind einfach 2 Skelette direkt gestorben. Ja, das ist ein Problem. Wir kriegen die tot. Was haben wir hier noch alles? Schrumpfen hätten wir noch mal angebot. Wie viel macht denn ein Dämon gegen einen Dämon? Wahrscheinlich nicht so viel, wa? Cool. Ich bin einfach One-Hit. Und die Dämonen auch. Alter, das ist ja schon wieder nervig, Alter. Ja, kommst du jetzt mal? Brauchst du eine extra Einladung oder wie? Oh Junge. Jetzt kommt er aber. Nur noch volles Leben. 900, ey. Cool. Geil. Alter, wie kriegen die jetzt tot? Wenn es nur die beiden wären, dann wäre es ja noch möglich. Der eine ist ja schon angeschlagen. Haben wir noch Magie? Armee der Dunkelheit. Gehen wir rein. Wir probieren's. Mitkommen, Männer. Eisblock. Er ist immun. Ach so, ich dachte vorhin, ich hab den nur verfehlt. Aber der ist einfach immun. Na geil. Mitkommen. Ich zieh die Aqua auf mich. Probier's zumindest. Oh,
Okay, man kann die gar nicht besiegen. Anscheinend mit Schwertern. Weil wir haben ja auch keinen Schaden gerade gemacht. Warte mal, ich werf mal einen Feuerball rein. Eine Wasserfaust. Feuersturm. Doch, Magie funktioniert. Sogar recht effektiv, muss man sagen. Ja gut, dann gehen wir jetzt zurück. Und ich kaufe mir die ganzen Feuerbälle. Die machen ja extrem Schaden gegen die. Kann auch hier runterspringen, sind ja alle tot. Ich glaube, wir gehen auch so langsam dem Ende entgegen, der Mod, oder? So viele Stunden wird die nicht mehr gehen. In der Beschreibung stand 10 bis 15 Stunden. Wir sind jetzt Part 8. Glaube ich. Part 8 oder 9 oder so. Oder 10 so, ja. Ich habe nicht mitgezählt. Und so viele Quests haben wir auch nicht mehr. Haben wir eigentlich schon eine schwarze Perle gefunden irgendwann mal? Tausend Gold. Merkt. Nee, aber eine schwarze Perle haben wir nicht. Nichts zu holen. Perle. Aber keine schwarze. Vielleicht finden wir die jetzt random hier drin. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Muschelfleisch. Eine schwarze Perle. Geil. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Ja, okay, jetzt reicht, komm. So, was brauche ich für das Rezept? Was brauche ich jetzt noch für das Rezept? Außer die schwarze Perle. Keine Ahnung mehr. Gehen wir mal gucken. Schwarzer Likör. Wie stellt die nochmal her? Wahrscheinlich an Alchemistentisch. Den werde ich ja wahrscheinlich nicht in den. Komplett lost in space. Einen Kochtopf. So. Herstellen können. Daher denke ich mal Alchemietisch. Ja, man merkt schon. Das ist meine dritte Folge jetzt, die Kinder dann da aufnehme. Also zumindest ist es bei mir so, der kickt dann irgendwann ordentlich rein. Womit denn? Hm.
guck mir am besten eine alte Folge mal an. Zum nächsten Mal, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Dämonen. Ich hab mir das schon gedacht. Damit wir das Thema abschließen können. Da ist mein Lieblingshändler. Ich würde gerne einen Blick auf deine magischen Schriftrollen werfen. Ich zeig dir gerne mein Sortiment. So. Feuersturm. Er damit. Die brauchen wir alle. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das hat er doch vorher gewusst. Ich hab so einiges gehört. Komm, die nehmen wir auch noch mit. Wir haben das Gold. Warte mal, dann hol ich mir gleich eine Laborwasserflasche. Hey, du! Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Hier findest du bestimmt etwas für dich. Na, aber ganz bestimmt hier, Laborwasserflasche. Ein paar Heiltränke. Jetzt habe ich kein Gold mehr. Okay, dann können wir ein paar Perlen verkaufen. Machen wir die auch noch auf. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Na komm. Da habe ich einmal den Plugin nicht installiert, dass man schnell die Muscheln öffnen kann. Da habe ich den einmal nicht installiert. Nichts zu holen. Und jetzt muss ich die ganzen Muscheln hier öffnen. Ey, so eine Scheiße. Komm. Mann, ich will Muschelfleisch nicht. Gib mir die Perlen. Mein Gott, meine Stimme. So. Hey, du! Oh, nee, komm, wir behalten die noch. Wie schlechte Zeiten. So, die Laborwasserflasche habe ich. Die Probleme habe ich. Habe ich jetzt die Auswahl beim Alchemietisch? Wir probieren es nochmal aus, wenn wir schon nochmal dabei sind. Der hier auch ein? Ah, natürlich nicht, nur ein Herd. Ja. Warte mal, bevor ich jetzt hier irgendwas braue, speichere ich lieber mal ab auf der 1. Schwarze Tinktur. Ist das jetzt schon der Trank? Womit denn? Ich glaub schon. Den geben wir ihm jetzt einfach. No. Wir können nur abwarten.
Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Okay, er hat nichts mehr dazu zu sagen. Halt nicht alles glauben, was man hört. Dann gehen wir direkt zu ihm. Das war doch klar. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Es war genau so, wie du sagst. Ja, wir haben's. Speichern. Ich habe hier etwas Besonderes für dich. Es ist an der Zeit, in die Wirklichkeit zurückzukehren. Was soll's? Mein Kopf tut weh. Oh, vergib mir. Ich fühle mich nicht wohl nach den Getränken, die du mir so großzügig gegeben hast. Was mache ich hier eigentlich? Ich sollte den Eingang bewachen. Ich sollte einen Schlüssel haben, aber ich habe keinen. Diesen Schlüssel habe ich jetzt. Ich war im Keller und habe dort einige sehr interessante Dinge gefunden. Du warst auch dabei, nicht wahr? Oder vielleicht warst du sogar der Letzte, der den Schlüssel im Schloss umdrehte. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich gehe nicht in solche Keller hinunter. Ich habe Angst. Wer hat dir gesagt, du sollst den Kellereingang bewachen? Und warum? Ich darf nicht darüber sprechen. Geheimnisse des Klosters. Ja, diese dunklen klösterlichen Geheimnisse. Du hast schon genug gegen das Wort der Heiligen Schrift verstoßen. Willst du immer noch in einen Mord verwickelt werden? Was für einen Mord? Ich weiß gar nichts. Das ist nicht erlaubt. Ich bin nicht daran interessiert, was deiner Meinung nach nicht erlaubt ist. Ich kann dich in den Keller schleppen und die Tür hinter dir verschließen. Du wirst da drin nicht allein sein, das versichere ich dir. Oha, harte Worte. Nein, nicht das. Ich weiß so wenig. Aber du weißt doch etwas. Ich will dir noch eine Sache sagen. Du hast die dir anvertraute Aufgabe nicht erfüllt. Derjenige, der sie dir gegeben hat, wird darüber sicher nicht glücklich sein. Er könnte sogar tödlich wütend auf dich werden. Nur ich kann dich vor seinem Zorn schützen, der dir gelten wird. Herr, höre nicht auf. Ich schwöre beim heiligen Namen der Inquisition, dass Clothün mir nur befohlen hat, den Eingang zu bewachen, bis er seinen Befehl widerruft. Aha. Ich habe Angst vor Kellern und Kerkern. Ich würde niemals freiwillig dort hinuntergehen. Ich weiß es nicht und ich wollte es auch nicht wissen, was dort war. Clothün also. Das ist doch einer, von denen wir die Sachen stibitzt haben. Ah, die fünf scheinen wirklich die Täter zu sein. Der Cyrus, der weiß Bescheid. Deswegen sollten wir von den fünf die Sachen stehlen. Ja. Weil den Clothün, was ist denn für ein Name, Alter? Klo, das Klo. Wie hat Clothün dich dazu gebracht, das alles zu tun? Er gab mir, was ich brauchte. Er hat meinen Schwächen nachgegeben, echten Schwächen, Herr. Und so hat er dich zu seinem hilflosen Werkzeug gemacht. Welche Schwächen? Sag es mir. Na, Alkohol. Opium, nur er. Ach so. Das reicht. Ich werde versuchen, dich in Sicherheit zu bringen, indem ich deinen Auftraggeber an der Gurgel packe. Tatsächlich drängt mich nur die Regel der Barmherzigkeit dazu, dies zu tun. Du hast das Gewand, das du trägst, entehrt. Sag nichts. Tu nichts. Geh mir und anderen aus den Augen. Das ist mein guter Rat, bis bestimmte Dinge geklärt sind. Okay, die Dinge entwickeln sich. Ich habe Horinius wieder zu Bewusstsein gebracht und viele interessante Dinge erfahren. Dieser Mann ist ein Wrack, das ich nur dank Regel der Barmherzigkeit am Leben lassen kann. Naja, müssen wir ja nicht. Selbst wenn Clothün hinter dem Mord an dem Alchemisten Alcaero steckt, kann ich ihm nichts nachweisen. Die Worte einer Person, die dem verbotenen Alkohol und Opium verfallen ist, sind als Beweis nicht viel wert. Aber wer weiß, vielleicht entdecke ich, wenn ich der Opiumspur folge, etwas, das Hieronymus Aussage bestätigt. Um einen Opium... Was für ein Ding? Dengel zu machen... Wahrscheinlich Deal zu machen, brauche ich ein Blatt Papier, Teer und eine unscheinbare Pflanze namens Opella vulgaris.
Bis jetzt habe ich dem hier nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Aber jetzt... Aha. Wo kriegt denn der Feder her, Alter? Wir gehen erstmal zur Insel. Und ich hau dort die ganzen Dämonen erstmal weg. Eins nach dem anderen. Lernpunkte. Könnte ich auch mal vergeben, oder? Vielleicht ein bisschen Leben oder Mana? Außer ich finde mal eine gute Waffe. Wofür ich mehr Geschicklichkeit brauche, aber irgendwie glaube ich da nicht mehr dran. So, jetzt aber. Jetzt kriegen die Dämonen aufs Maul. Hart und dreckig. So wie wir es lieben. So, Attacke. Eisblock kann weg. Der auch. Feuersturm. Zum Angriff. Und schon kein Mana mehr. Geil. So viel braucht der? Will er den verarschen? Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Da wird doch bestimmt Feuerball ausreichen jetzt. Perfekt. So, der erste ist tot. Wir speichern. Da hinten ist ein Skelett, ist eigentlich kein Problem. Da ist noch ein Dämon. Danke. Okay, die Feuerbälle hauen ordentlich rein. Ach, der kommt ja hier raus. Scheiße. Okay. Strategischer Rückzug. Wir brauchen nämlich erstmal Mana. Ein bisschen Mana. So, jetzt ein paar Feuerbälle. Die sollten reichen. Rückzug. Was ist er für ein Ena? Oh nee, so Ena. No, nicht hier. Ich dachte, ihr seid alle tot. Ihr miesen Schweine. Da bräuchte man Unterstützung. Zombie oder so. Den Naja, oder ihr könnt einen Zauber verwenden. Schön hier.
Also, er kommt schon. Er kommt hier aber nicht rein, oder? War doch so. Also meiner kam ja nicht rein. Der kommt bestimmt rein. Natürlich ist er runter. Hier fallen. Cool. Junge, schreck mich doch nicht so. Ah, die Scheiße, die anderen Attacke habe ich mir angelegt. Super. Okay, er ist stuck. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Oh, warte mal, der ist ja fast tot. Dann sparen wir uns den Zauber, Leute. So leid es mir tut. Wir machen zwar alles doppelt gerade gefühlt, aber wenn der schon so down ist, der Downy, dann... Rückzug. Vielleicht schaffe ich den so. Naja, oder auch nicht. Oh, ist das nervig. Entspann dich. Alles wird gut. Ja, der Typ nervt ein bisschen gerade. Wir legen mal vorsichtshalber irgendwie einen Zombie an oder so. Dämon ist ja schon angelegt. Passt. Ne, wir machen Eisblock. Dämonen sparen wir uns. Wo ist denn der jetzt wieder hin, der andere? Sag mir bitte nicht, der ist auch runtergefallen. Okay, der ist weg. Ich gehe am besten mal runter, oder? Hat der Loot? Warte, ich speichere mal. Spring runter und gucke, ob der Loot hat. Okay, haben sie nicht. So, noch er jetzt hier. Ein bisschen Mana. Und hier noch ein paar Feuerbälle drin. Hm.
So, das war's. Jetzt rufen wir noch einen Zombie für die komischen Viecher. Oder nee, den Dämon hole ich mir, oder? Das hole ich mir. Was haben wir noch übrig? Wir speichern erstmal. Oder wir machen es mit einem Eisblock. Wo ist er denn hin jetzt? Da steht er. Ich hoffe, es reicht. Mensch, schlag doch weiter, du Affe! Wie krass sieht der hier aus. Ah, ja, okay, es reicht. Ja, die Kombi nicht verkackt. Los, ran da, schneller, schneller, schneller. Ja, komm. Ich hab einen Lebenspunkt. Weg jetzt die Sturm, ey. So, der hat ein paar Spruchrollen dabei. Schön und gut. Nehmen wir einen Trank. Jetzt fehlt bloß noch das Skelett. Schaffen wir den vielleicht mit dem Feuersturm einfach so wegzuhauen? Wir testen mal. Ah, dann schaffen wir doch, oder? Oder auch nicht. Okay, strategischer Rückzug. Ja, ich hab halt nur die scheiß Kämpferhaltung. Dadurch ist es viel schwerer. Ja, ich bin halt einfach One-Hit. Selbst mich mich jetzt voll heile. Komm, wir holen uns einfach jetzt einen Zombie. Hauen weg. So, wir haben alle. Gott sei Dank aber auch, ey. Gehen hier nochmal schnell rum. Damit wir auch niemanden übersehen haben. Haben wir nicht. So, hier ist eine Kiste. Da ist ein Schädel drin. Okay. Hier ist nichts. In der Hütte vielleicht. Was macht er denn jetzt hier? What? Hä? Was hat der jetzt gemacht? Okay, ich hab den Schädel. Was muss ich damit machen? Ist die große Frage.
Vielleicht komme ich noch gar nicht weiter. Mission. Schauen wir uns mal den Schädel an. Okay, man kann nichts machen. Ein paar Lederbeutel. Ja gut, irgendwas muss mir gerade entgehen. Wir gehen mal nach unten. Hier haben wir Scarecrow. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich mit den Schädel machen muss. Ich schaue nochmal ins Tagebuch. Da steht aber nichts. Also ich habe ja den Typ hier besiegt, den Boss. Hier unten. Hab einen Schlüssel bekommen, bin da hoch. Hab die Truhe geöffnet, hab einen Schädel. Aber was mache ich mit dem Schädel? Das ist hier die Frage der Fragen. Warte mal, habe ich irgendeinen Zettel bekommen, wo das vielleicht drin steht? Ein Blatt Papier? Ah, das Blatt Papier. Jetzt brauche ich bloß noch eine Feder. Begibte Notiz. Okay, das war das. Brief des Fischers. Ja, das ist irgend so ein Mist. Zauberbücher. Notiz. Schwörung, irgendwie die. Ja, Pentagramm Ritus. Geh mutig am Strand entlang, bei dem großen Baum. Sind sie begraben? Hier ist der große Baum und hier sind sie auch begraben, da sind die Gräber. Dann soll ich nach Norden gehen, also hier lang, bis zu einem besonderen Grab. Wahrscheinlich was da leuchtet, oder? Der Wind weht aus östlicher Richtung, ein weiterer Baum. Du wirst wissen, was in der Kiste verrottet. Hier ist ein besonderer Grab. Hier ist ein Baum, ist aber auch nicht Osten, das ist Westen. Gehen wir mal nach Osten.
Ja, hier ist aber nichts. Ja gut, aber hier ist keine Kiste und ich kann hier auch nirgendwo buddeln. Ich habe keine Ahnung. Hier ist ein besonderer Grab. Der Wind wird aus östlicher Richtung, also von da, wo ich gucke, ein weiterer Baum. Ja, kann ja nur da sein. Oder haben wir hier noch irgendwo was? Ja, irgendwie so komisch aus, ob da ein Eingang wäre oder so. Also, ich finde hier nichts. Bin wahrscheinlich komplett falsch. Aber gut. Also ich habe keine Ahnung, was ich hier noch machen muss. Hier soll ja irgendwo der Helm sein, den ich finden muss. Ich habe den Schädel, was mache ich damit? Sorry Leute, ich bin irgendwie gerade ein bisschen lost in space. Vielleicht liegt es an der Uhrzeit oder ich bin einfach nur verwirrt. Eins von beiden. Hier nehmen Excalibur mit, Mann. Bei der Hütte da oben war ich schon, oder? Ja. Das war da, wo die Harpien waren, glaube ich. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal zurück zur Abtei. Wir haben ja erstmal alles gekillt. Wir haben den Schädel. Vielleicht müssen wir da erstmal die ganzen Nebenquests noch machen. Bevor wir hier weiterkommen. Auf geht's. Was liegt denn da? Cool, jetzt haben wir schon die Pflanze. Die wir brauchen, oder? Opiate vulgaris. Ja, haben wir. Jetzt brauche ich bloß noch Thea. Wo kriegen das jetzt wieder her? Oder habe ich da schon ein Gepäck? Pech habe ich. Hat hier irgendwer was zu sagen? Hey. Nö. Hey. Hey.
Ein Opiumstängel soll ich herstellen. Naja, gucken wir mal. Vielleicht reicht das Pech hier aus. Hey. Ist hier oben inzwischen irgendwas? Der Teil wird ja nicht umsonst hier stehen, oder? Nö. Hier ist einfach nichts. Was das Dormitorium betrifft, ich habe einige Vorkehrungen getroffen und hoffe, dass dort Frieden einkehren wird. Wenn du recht hast, ist das eine sehr gute Nachricht. Ich möchte aber, dass du es nicht publik machst. Ein übermäßiger Rummel um das Dormitorium kommt den Brüdern des Klosters nicht zugute. Ich habe verstanden. Ich werde mein Bestes tun, um sicherzustellen, dass sich keine unbefugten Personen hier aufhalten. Ja. Am Ende ist es irgendein 3-Sterne-Hotel. Der pennt einfach. Am herrlichen Tag. Hoch mit dir, Dickerchen. Ich würde. Hast du Tee am Angebot? Nee, wahrscheinlich nicht, wa? Wäre zu einfach. Klostermuskat. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Wo hast du das denn schon wieder her? Vielleicht hat der hier, Thea, eine Schmiede. Nee. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ah ja, der Händler? Ich hab mir das schon gedacht. Nein. Hey, du! Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Hier findest du bestimmt etwas für dich. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich habe mir das schon gedacht. Die Probleme habe ich kommen sehen. Nee, Tee hat ja auch nicht. Doch. Okay, diese Pech hat wirklich erreicht. Okay, nice. Hab ich hergestellt. Und jetzt? Der Stängel ist fertig. Wenn die Brüder nur wüssten, welche Fähigkeiten der Inquisitor über das Studium der Heiligen Schrift hinaus erlangen könnte. Jetzt ist es Zeit für eine kleine Provokation. Wahrscheinlich bei Klotin oder den anderen Typen da, oder? Wo ist denn Klotin überhaupt? Lacrom? Da war Klotin. Wir speichern mal. Was ist? Ich bin auf etwas Interessantes gestoßen. Woher hast du das? Was ist das? Es sieht aus wie ein Stängel. Ich habe es in der Nähe der alten Ruinen gefunden. Heronius war einige Zeit unpässlich und vielleicht hat er es verloren. Es wird gemunkelt, dass er das Zeug geraucht hat. Glaubst du, er wusste genug über Alchemie und Kräuterkunde, um selbst Opium herzustellen? Ich habe ihn zwar wegen seiner Alkoholabhängigkeit behandelt, aber Opium? Dazu braucht man Kenntnisse über Opiate vulgaris. Ganz genau. Ich erinnere mich daran, dass ich mit Normitius etwas Dringendes zu erledigen habe. Wir werden auf dieses Thema zurückkommen. Okay.
Wenn Nomitius tatsächlich der Wächter ist, der hier über Recht und Ordnung wacht, dann sollte Kloten bei der Erwähnung seines Namens irgendeine Fehlhandlung machen. Ich werde die Ergebnisse abwarten. Naja gut, und jetzt? Ich habe keine Anhaltspunkte mehr. Davon lasse ich lieber die Finger. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Hey, Till! Ich habe mir das schon gedacht. Jo. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, Leute. Jetzt bin ich wirklich hilflos. Könnte mal unten gucken gehen, bei den Fischern und so, ob die irgendwas Neues zu sagen haben. Hey! Ansonsten hätten die die ganze Mod an sich nicht mehr zu tun, die Typen. So ein Mist. Okay, du nicht. Aragorn. Täusch mich nicht. Ja, Mist. Okay, die habe ich wahrscheinlich abgeschlossen, die Bienen. Womit denn? Ja, jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Mission? Keine Ahnung. Nee. Ich wette, ich muss irgendwas mit dem Schädel machen. Ich weiß bloß nicht was. Hey, Till. Ich gehe nochmal zum Turm und wenn dort nichts ist, dann werde ich einen kleinen Cut setzen. Ich hab mir das schon und offline weitersuchen, bis ich irgendjemanden finde, der mir weiterhelfen kann. Und wir auch bald das Video, glaube ich, beenden. Aber warte mal, im Turm war ich ja schon, oder? Und hab dort mit jemandem, mit denen ihr redet. Die hatten ja alle nichts zu sagen mehr. Hey, Till! Ich dir abt. Hey.
Hey! Hey, du! Nee, keine Ahnung, Leute. Ich werde den Part jetzt, glaube ich, beenden. Der ist diesmal ein bisschen kürzer. Aber macht ja auch keinen Sinn, wenn ich jetzt hier noch ewig weitersuche. Wir haben die Dämonen geklatscht in der Folge. Und das Geheimnis mit der schwarzen Perle und so weiter gelöst. Haben den Bruder zum Sprechen gebracht. Und ich werde jetzt ein bisschen offline weitersuchen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Na warte mal, wir können auch schnell die Höhlen abklappern hier. Okay, hier ist nichts. Gut. Ja, danke fürs Zusehen, Leute. Die Folge war diesmal ein bisschen ratlos. Haben nicht ganz so viel geschafft wie sonst. Aber passiert war. Haut da rein.